Und jetzt fange ich gleich an, nachdem ich ja schon mal angesprochen bin als jemand, der Werner Schröter schon lange kennt. Ist es wirklich richtig, dass man über deine Filme redet? Sind Worte dazu eigentlich noch nötig? Oder sind das die Bilder, die Körper, die zu sehen sind, die Bildsprache, auf die man direkt rekurrieren muss? Naja, ich meine, darüber reden, das ist eine Sache. Nun bedient ja, nun sind ja in meinen Filmen, ist der Ton auch schon damals am Anfang meiner Theater- und Filmarbeit, war ja der Ton, die Musik und so weiter extrem wichtig. Das heißt, ein komplexes Erleben zwischen einer akustischen Ebene und einer bildlichen Ebene. Und auf beiden Ebenen verstreicht die Zeit. Das ist ja der Punkt. Agila dauert, glaube ich, 35 Minuten. Das ist ein Zeitraum. Und das Räumliche, was ich unterstrichen habe, ist in dieser Doppelprojektion. Das heißt, es läuft links, der Film in Farbe, so wie er aufgenommen ist, und rechts seitenverkehrt leicht verschoben, sodass die Bilder nicht parallel sind, ganz genau, sondern sodass das eine Bild die Erinnerung an das andere ist, sodass aus Verlauf, also aus verstreichender Zeit, werden zwei Zeiträume, die sich zu einem einzigen Zeitraum verbinden, nämlich dem der Gegenwart und in der Gegenwart bereits enthaltenen Erinnerung. Das ist ein ästhetisches Experiment gewesen, was die Zeit als Raum darstellt. Und der Ton ist souverän nur in einer Fassung da, die überschneiden sich nicht die Töne. Die akustische Ebene ist ewig und ist immer, sie ist Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und die bildliche Ebene ist Gegenwart und Erinnerung. Das war eine Zeit, in der ich sehr viel experimentiert habe mit diesen ästhetisch strukturellen Vorgängen. Und ich weiß nicht, was man mehr dazu sagen soll, außer das, was ich gerade gesagt habe. Die Inhalte, die Reflexionen über Beziehungen, über Trauer, über Tod, über Liebe, diese archaisch grundlegenden Themen verfolgen mich ja die ganze Zeit in meiner Arbeit. Aber da war halt auch noch ein ästhetisches Experiment. Ja. Und das hat mir viel Freude gemacht. Das war mein Weg gegen die konventionelle, tradierte Erzählweise, indem ich da erstmal über das Ziel hinausgeschossen bin, sozusagen, und versucht habe, sehr weit zu gehen im Experimentellen. Und das hat mir dann die innere Möglichkeit gegeben, die Sicherheit gegeben, dann das zu finden, was ich dann eigentlich meine eigentliche Arbeit fand, nämlich so ein Amalgamatement, eine Verschmelzung des progressiven Ästhetischen mit dem immerdauernden jetzigen und zukünftigen Problem dessen, was Gefühle, Liebe, Zuneigung, Tod und Verwesung sind in unserem Leben. Also die Dinge, die überhaupt Kunst ermöglichen und anstoßen. Also diese Anfangsphase war für mich wichtig aus den erwähnten Gründen. Lieber Hans, ich liebe dich. Aber anders jetzt und viel inniger. Jetzt verstehe ich dich und alles. Bis vor kurzem hatte ich nicht erkannt, dass du den Tod verkörperst. Wenigstens für mich. Es war mir vorbestimmt. Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder traurig sein soll. Aber ich weiß, was geschehen muss. Sechs Jahre später war es ja so, dass
das Verständnis für diese Art Ästhetik. In Frankreich besonders groß war. Da war jemand, der deine Filme sah als etwas Körperliches, als auch Bewegung von menschlichen Körpern, von Lippen, Augen, von Bewegungen, aus denen unmittelbar das Archaische herausbrach, ohne dass als Transmitter dazwischen die Rede, das Narrative oder gar eher so etwas Schreckliches wie ein Plot nötig war. Das war ja Michel Foucault, der im Cinematograph 1975/76 in dieser Nummer, ich weiß nicht, ob für dich unvermutet, seine Eindrücke vom Tod der Maria Malibran wiedergab und die Körperlichkeit, die aus diesem Film aufbricht, auch das Archaische von Körpern, die ja sehr viel reproduzieren an Entwicklung und so weiter, auch diese Gegenwart des Körpers in wunderbaren Formulierungen, ich habe sie aufgeschrieben, ich gebe sie lieber nicht wieder, weil ich es nicht auswendig gelernt habe, feierte und sagte, das ist ein neuer Bildervorrat, der entsteht. Und er hat geradezu ein Manifest ausgesprochen. Das ist jetzt die Linie, wo der Film ganz selbstständig, ganz unabhängig von dem, was bisher entwickelt worden ist, weitergehen kann. Der Körper, der ganz Gegenwart wird in einem Film, praktisch eine Plastik, eine Filmplastik, die in der Wahrnehmung entsteht, so ähnlich wie ja auch das Plastische ist, das Erinnerung und das, was man sieht, zusammenfließen und als Ergebnis eines Films in der Wahrnehmung haften bleiben. Hast du eigentlich Michel Foucault vorher mit ihm gesprochen über Tod der Maria Malibran? Nein, überhaupt nicht. Das war kurze Zeit, nachdem ich 1973, 1974 nach Frankreich kam, wo ich sehr gut aufgenommen wurde und wo man meine Filme gezeigt hat im Kino, nicht zu vergessen. Das war Frédéric Mitterrand, der Neffe des Staatspräsidenten, späteren, der ein Kunstkino-Vertrieb hatte und drei kleine Kinos, und der hat angefangen, die Filme auszuwerten. Und bei einer dieser Gelegenheiten muss der Philosoph Foucault die Sachen gesehen haben. Und als ich das gelesen hatte, diesen Artikel, hatte ich dann auch das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn ich den Mann treffen darf, der das so klarsichtig für mich formuliert hat, was ich in diesem Film selber gesehen habe. Und daraus entstanden dann einige Begegnungen, aus denen heraus ja auch dieser kurze Text entstanden ist, Passion et Amour, Leidenschaft und Liebe, der ja auch im Werk veröffentlicht ist von Foucault und der eigentlich hätte fortgesetzt werden sollen. Es gab nämlich den Plan, dass wir Gespräche weiterführten. Der große Philosoph, der sich nicht so schade war, mit mir da über diese basischen, grundsätzlichen Themen zu schwadronieren, zu sprechen und zu suchen. Das ist dann unterbrochen worden durch den Tod von Foucault, der ja dann starb. Aber auch da im Fall vom Tod der Maria Malibran ist es schön, dass das, was die Körperlichkeit, die Michel Foucault meint, dass die auch wieder einen handwerklich-ästhetischen Aspekt hat. Denn ich habe mich in dem Film bemüht, bei Großaufnahmen, zumal von Christine Kaufmann, durch ein ganz niederempfindliches Farbmaterial, Ektrachrom Commercial, was nur 11/10 DIN, das ist absolut, es gibt es überhaupt nicht mehr, das ist wie Dokumentenfilm in Farbe. Das hat eine solche Plastizität der Farbe, dass es in der Tat so aussah, in Großaufnahmen von Christine Kaufmann, da hat sie so ein silbernes Messer vor ihrem Kinn, und darüber sind ihre kirschroten, dunkelroten Lippen. Die sehen wirklich aus wie eine Skulptur aufgesetzte. Das heißt, da hat die Handwerklichkeit zu diesem illusorischen, also zu diesem Eindruck mit der Körperlichkeit geholfen. Also auch da ist das Handwerkliche ein wesentlicher Punkt, das Experiment im Handwerk, um das zu erzeugen. Es war mir halt sehr wichtig, diese Plastizität zu erreichen. So eine falsche Dreidimensionalität, sagen wir, in der Färbung, ist natürlich heutzutage nur drüber zu schwadronieren, weil diese Art von Qualität in der Filmemulsion ist weg. Das ist im Laufe jetzt von, der Film ist 72 gedreht, das ist ja dann 36 Jahre, da ist
das ursprüngliche Farbniveau nur zu retten über Computer und so weiter, wenn man denn so will. Auf jeden Fall war das damals der Eindruck, der dazu geholfen hat, dass Foucault das auch so definieren konnte. Und er traf, er fand eben auch in dieser starken, expliziten Dreidimensionalität der Farbe, empfand er einen Moment der sinnvollen Provokation, der Aggression praktisch. Diese Farbe, die so stark ist. Gut, ein großer Philosoph. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich ihn treffen durfte. Das war jetzt also 75, 76, das Gespräch war dann wahrscheinlich 76, hat das stattgefunden. Und 2 Jahre später war dann das große Ereignis für dich, 79, nicht? Drei Jahre später, dass sowohl Maria Callas auch als deine Mutter in kurzer Folge gestorben 77 war. Starb Maria Callas im September. Ach, und meine 77. Mutter starb 76. Ja, also 77, es war also eigentlich genau im Zeitraum, auch wo das mit Michel Foucault war. Und da hast du einen spontanen Nachruf, oder kann man vielleicht so bezeichnen, zu Maria Callas Tod im Spiegel geschrieben, der ja so etwas wie voller Bezug auf dein eigenes Werk war. Wenn ich das jetzt in meinen unvollkommenen Worten wieder zitiere, hattest du gesagt, Maria Callas konnte mit ihrer Stimme in gewissen Momenten die Zeit so anhalten, dass sie stehen blieb, dass Vergangenheit und Gegenwart, diese Vergangenheit und Zukunft zu einem Punkt zusammenschmolzen und sozusagen ein schwereloser Moment entstand, den, so hast du es, glaube ich, bezeichnet, man als Glück bezeichnen dürfte. Habe ich das jetzt ungefähr richtig wiedergegeben? Ja, sehr ungefähr, aber ich kann es auch nicht auswendig, ist ja eine Zeit her, ne? Das habe ich ja 77 geschrieben, aber es ging mir darum, ich hatte da im Hinterkopf immer das aus dem Faust von Goethe: Verweile doch, du bist so schön. Ich finde, das hat die Callas überwunden. Denn es war einfach so schön, dass es hier und jetzt und immer war. Und dieses Zeitanhalten, also aus der Zeit einen Raum machen, das ist der Callas gelungen. Aber das ist, ich meine, das klingt so, das lässt sich eigentlich nur erfahren, indem man das hört. Man braucht dazu Frau Callas auch gar nicht zu sehen. Man muss an sich, ganz vielen Beispielen merkt man das, dass das auf einmal, wenn man auf die innere Uhr schaut, ist gar keine Zeit vergangen. Oder aber sie ist weg, die Zeit. Sie erwachen aus einem Zustand. Auf jeden Fall ist das ein ganz seltener Prozess, dass eine Künstlerin es wirklich schafft, so eine Botin der Zeit zu sein, die wirklich das überwindet, das Moment. Und die hat nicht nötig, verweile doch, du bist so schön, wie gesagt. Dieser Wunsch ist ja erfüllt. Das war immer und jetzt und nie. Oder wie auch. Man kann es eigentlich nicht besser formulieren. Ich kann es nicht besser formulieren als in dem Artikel. Und ich kann den wirklich nicht auswendig. Seit 30 Jahren. Also ich weiß, er ist sehr schnell geschrieben.
Ich machte damals in Bochum mit Ingrid Cavent Fräulein Julie von Strindberg am Theater, im Schauspielhaus Bochum. Und zwischen den Proben habe ich das diktiert, da der Sekretärin. Und ich war damit zufrieden. Natürlich sehr viel von mir drin. Ich war sehr berührt. Es war für meine Mutter, der physische Tod der Mutter war ein riesiges Erlebnis, ein sehr starkes Erlebnis. Und dann der Tod meiner seelischen und künstlerischen Mutter, wenn man so sagen will, so ein bisschen kitschig. Das war einfach sehr viel auf einmal. Das hat mich sehr berührt. Und Maria Callas ist für mich immer so wie ein Leitstern. Ich betone das ungern, weil ich so oft dazu gefragt werde und mich dazu auch oft äußern musste, weil es in der Tat so ist, dass das für mich eine einmalige Begegnung war in meinem Herzen. Du hast sie getroffen. Ich rede jetzt überhaupt die Kunst. Getroffen habe ich sie auch mehrmals, aber das ist jetzt kein Thema. Das Thema ist, dass man das alles, was ich so dahin sage, man kann das alles finden in der Kunst von Maria Callas, die mich an dieses Geschöpf erinnert, an die Genie, die Botin zwischen Gott und Menschen. Diese Botschaft konnte sie vermitteln. Sie hat sogar die Kunst besiegt. Sie geht darüber hinaus. Es ist ein mystisches Erlebnis für mich gewesen, Maria Callas. Und sie ruhe in Frieden. Und ich danke ihr immer für das wunderschöne Geschenk. Ja, nochmal nachgefragt. Magdalene Montezuma vereint also ganz verschiedene Sachen in sich. Natürlich, sie ist eine Person, sie ist Magdalena Montezuma. Aber nochmal auf den Philosophen Michel Foucault zu kommen, der hatte ja dann diesen Begriff geprägt von der Multiplicité d'identité, also der Identitätsvielheit. Eine Identität, aber total bereichert durch ganz verschiedene Facetten. Würdest du das unterschreiben jetzt? Ja, zum Beispiel in Filmen wie Aika Katapa, Mali Brand, da spielt sie ja von Schusterbuben über Rigoletto, Glöckner von Notre Dame und Tosca spielt sie ja also Geschlechter und Rollen. Sie wandelt sich ja wie ein Chamäleon, weil uns war das einfach zu blöd, gradlinig zu sein. Es ging darum, so anzustoßen, Ideen und Gedanken. So ein Mosaik von menschlichem Ausdruck. Das war ideal mit Magdalene, weil ihr das auch Spaß gemacht hat damals. Ja, jetzt in dieser Zeit hast du dich ja auch bezogen auf jemanden anders noch, auf Jean Genet. Wenn ich das jetzt auch wieder richtig erinnere und in meinen ungefähren Worten wiedergebe, hat er, ich kann es auch zitieren, ich habe es aufgeschrieben, aber das stört den Fluss, glaube ich. Ich habe das jetzt als dein Credo bezeichnet und nehme jetzt mal die Gelegenheit wahr, zu checken, ob das eigentlich wirklich stimmt. Die Geschichte vom Seiltänzer, der sich
mit dem Seil sozusagen vereinigen muss, der seinen Körper an das Seil abgibt. Und nur wenn er das tut, hat er die Sicherheit, auf dem Seil auch stehen zu können, verweilen zu können, balancieren zu können. Wenn du deinen Körper jetzt abgibst auf das Seil, gibt das Seil seine Eigenschaft, dich zu tragen, an ihn weiter. Oder so ähnlich war die Geschichte. Und dann hat er noch weiter ausgeführt, den Körper und ihre Wunden singen zu lassen. Das ist sein Ziel. Und ist das eigentlich richtig, dass du dich darauf jetzt beziehst als etwas, was man als Credo bezeichnen könnte? Nein, das ist ein sinnvoller Punkt, positiver Punkt auf dem Weg zur Borderline. Das ist die Beschreibung eines Borderline-Phänomens, aber die positive Seite der Borderline-Geschichte, dieses Entgrenzen. Und nur in der Entgrenzung liegt die Sicherheit, diesen Schritt ins Endgültige zu tun. Das ist sicher kein Credo, das ist aber sehr, sehr richtig bemerkt. Für den Künstler, zumindest für die Künstler, deren Arbeit ich sehr schätze, sei es Francis Bacon, Goya, ganz zu schweigen jetzt in der Musik, ich habe keine Lust zu zitieren. Aber das ist ein wesentlicher Punkt in der Kunst, im menschlichen Ausdruck. Klar, dann, das ist so, das ist der Abschied von der Pubertät, wenn man solche Sachen zitiert. Da ist auf einmal, da passiert es, dass man eine Sicherheit gewinnt und dass man sehr viel aufgeben muss, um noch mehr zu gewinnen, dass man Erinnerungen aufgeben muss, um neue Erfahrungen zu machen, dass man sich neu erstaunen muss. Das ist der Inhalt eigentlich dieser Geschichte. Und nur in dieser Selbstbefreiung kommt dann vielleicht die Sicherheit, darauf gerade zuzugehen. Und insofern ist es kein Credo, es ist etwas, was ich sinnvoll finde und sehr klug und richtig. Du hast anfangs mal gesagt, aber das muss vielleicht revidiert werden, dass es auch der Sinn deiner Filme ist oder warum du überhaupt Filme machst, warum du damit angefangen hast, über die ästhetischen Fragen hinweg Freunde zu gewinnen. Ja, das ist eine Kommunikationsgeschichte. Ich verstehe diese Arbeit, also weil man kein Schriftsteller ist, das bin ich ja nicht, auch wenn ich manchmal schreibe. Die Kommunikation ist das Wichtige, das gemeinsame Schaffen, das gemeinsame Tun, soweit die gemeinsamen Kräfte reichen. Deswegen ist es auch immer eine Art von Koexistenz, Ko-Kreation. Es fließt ganz viel des anderen Menschen hinein, es ist eine Gemeinsamkeit, die entsteht. Und in dieser Gemeinsamkeit entstehen Freundschaften. Oder aus Freundschaften entsteht die künstlerische Gemeinsamkeit. Auf jeden Fall ist dieses Zusammensein, was dann so wichtige Ergebnisse zeitigt, also so kreativ ist, so fruchtbar ist, ist natürlich für mich eine äußerst sinnvolle Art, die Zeit zu verbringen. Für mich eigentlich die einzig vorstellbare jetzt nach all den Jahren. Man sieht es, ich bin ja immer noch dabei, wie man heute Abend sieht, der neueste Film ist ja dieses Jahr gedreht. Ich kann es ja einfach nicht lassen, weil es mir immer noch das Sinnvollste ist. Und ich denke, ich gehe immer noch auf etwas zu, was das beinhaltet. Das Gemeinsame ist sehr wichtig